Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, es gibt heute wieder ein kleines Unboxing. Wer hätte es gedacht? Bestellkonsum geht natürlich weiter in der Corona-Zeit. Ich kann es eigentlich vorab schon euch sagen, um was es heute gehen wird. Also, es geht nur um dieses Paket. Ich packe es wahrscheinlich eh wieder in die Titelbeschreibung oder ins Thumbnail. Und zwar, ich habe mir ein neues Mikrofon bestellt. Und zwar nicht für mein Producer-Setup, also zum Produzieren oder für irgendwelche Vocal-Aufnahmen, sondern für meinen DJ-Bereich. Besser gesagt, für die DJ-Streams. Die, wo schon öfters in den Streams dabei waren, kennen mittlerweile mein Mikrofon. Ich weiß, man sieht es gerade gar nicht. Werden wir uns gleich genauer noch anschauen. Und zwar, ich besitze zwar schon ein Mikrofon. Hier drin befinden sich aber zwei neue Mikrofone. Und zwar, genauer gesagt, Funkmikrofone. Wir werden es zusammen auspacken. Wir werden es zusammen anschließen. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe es bei ein paar anderen Streamern gesehen, die irgendwie mit Funkmikrofonen arbeiten. Deswegen habe ich mir wieder welche bestellt. Und was heißt wieder? Ich habe mir welche bestellt, die gab es jetzt nur im Doppelpack. Bevor wir damit aber starten, kurze Story nochmal am Rande. Ich habe gestern eine kleine Insta-Story gepostet in meiner Story. Macht Sinn. Und zwar von einem kleinen Boom, also ich habe einen kleinen Boomerang gemacht von einem FL Studio Projekt und ich habe es mir fast gedacht, dass wieder einige von euch mir schreiben, welcher Remix ist das, wann kommt der, hau mal was raus, lass mal was hören. Und jeder, der jetzt diesen Vlog oder dieses Video sieht, hey, Deutsch kann ich auch nicht mehr, Mann. Jeder, der dieses Video sieht, bekommt jetzt einen kurzen Sneak Peek. Ich wollte es eigentlich nicht zeigen, aber ihr habt mich so oder so viele haben mich gefragt, hey, hau doch bitte was raus. Und wenn ihr das Video seht, die mir geschrieben haben, ich hoffe, euch gefällt's. Ich würde sagen, kurzer Sneak Peek, Freunde, also wirklich nicht viel, aber es hört sich schon saftig an. Und ihr könnt mir parallel in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Track kennt oder nicht. Let's go! Bisschen angelehnt auf Festival. Zack, mehr will ich nicht zeigen, Freunde. Wie gesagt, schreibt mir gern in die Kommentare, welcher Track das sein könnte. Warum filme ich eigentlich hier mein Doppelkinn? So, da ist er wieder, der einarmige Unboxer. Direkt von Amazon bestellt. Ich verlinke euch natürlich, ich hoffe, ich kriege das wieder alles drauf. Ich verlinke euch natürlich die Mikrofone, falls es jemand interessiert, in der Videobeschreibung. Bin mal gespannt, ob es überhaupt funktioniert. Und zwar, man sieht schon, von der Marke Tonor. Es tut mir wirklich leid für die Belichtung. Ich habe jetzt bloß nichts mehr vorbereitet. Also wir packen das Ganze mal aus. Ich denke mal, es interessiert euch eh nicht, wie die Umverpackung aussieht. Deswegen will ich hier auch nicht irgendwelche Sachen durchlesen, was hier auf der Rückseite steht. Ich bin mal gespannt, wie die Qualität sein wird. Oder ich brauche einfach einen dritten Arm. So, also Verpackung eigentlich ganz schlicht, ein normaler Karton, also wieder Styropor, hier einmal Tonor, okay, hier, das sind die Mikrofone, das heißt zwei Stück mit Empfänger. So, ich hoffe, ihr könnt mich noch einigermaßen gut sehen. Wie gesagt, ich benötige eigentlich nur ein Mikrofon. Ich weiß nicht, warum es nur im Doppelpack gibt. Wir haben hier einmal Micro-USB-Ladekabel. Ihr habt wahrscheinlich mittlerweile auch schon 10.000 Stück daheim, so wie ich. Dann haben wir einmal irgendwie so eine Halterung. Wahrscheinlich seht ihr das gar nicht. Das werde ich aber gleich noch hinbauen. Und ansonsten ist natürlich der Empfänger dabei. Und zwar sieht der so aus. Also mit 6,3 Klinke und wenn ich euch gleich mal meinen DJ-Controller, die Eingänge zeige, werdet ihr sehen, ich habe einmal XLR, also bis jetzt habe ich mein Mikrofon mit XLR betrieben oder angeschlossen und jetzt versuche ich das mit dem Klinkeneingang und der Funk, also mit einem Funkmikrofon. Und ich bin aber jetzt mal gespannt, wie das Mikrofon aussehen wird. Und zwar, Bruder, was ein Oschi. Wenn man das erste Mal das Mikrofon in der Hand hat, fühlt sich das sehr billig an. Es ist sehr leicht. Man hat hier unten nur eine Kunststoffkappe. Da kommen wahrscheinlich höchstwahrscheinlich die Batterien rein.
mache jetzt den Aal mal wieder zu. Also es ist halt, doch, das müsste schon Aluminium sein. Und dann haben wir, ich hoffe, ich kriege das überhaupt auf die Kamera drauf, aber ich denke mal schon. Ich werde euch das gleich nochmal in Nahaufnahme zeigen. Und ich würde sagen, ich mache es jetzt mal an. Okay, das ist schon mal geil. Das heißt, ich habe hier die Frequenzen. Hier oben, das zeige ich euch gleich nochmal. Hier oben habe ich einmal Batterieanzeige und Signalstärke. Das ist geil. Und ich kann dann hier nichts umstellen. Das ist schon mal geil. Und ich werde jetzt kurz, wie gesagt, mein Setup vorbereiten, DJ-Controller anschmeißen. Und ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, also ich habe es, wie gesagt, bei vielen Streamern gesehen. Qualität hat mich mega umgehauen. Also ich war echt überrascht. Und dass man gleich zwei Mikrofone für den Preis bekommt. Zum Preis kommen wir dann am Schluss nochmal. Ich verlinke es euch, wie gesagt, auch noch mal in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ich schmeiße jetzt mal die Möhre an. Hoffe, dass es funktioniert. Wenn nicht, werde ich dieses Video niemals hochladen. Drückt mir die Daumen. So, dann starten wir mal den guten Aal. Ich bin immer wieder überrascht, wie geil das aussieht, wenn man einen Pioneer Controller anschmeißt. So, jetzt lädt er kurz. Also ich habe den Song für euch vorbereitet oder in meine Playlist gepackt. Fokus spinnt heute schon wieder, jawohl, mashallah. Wo ich euch das Ganze demonstrieren kann. Das heißt, das hier ist ja aktuell mein Mikrofon, was ich in die Streams oder in den Streams benutze, wenn ich einen DJ Live Mix mache. Das heißt, wenn ich irgendwie auf Kommentare oder auf Fragen oder generell irgendwas euch erzählen will oder ankündigen will, rede ich in dieses Mikrofon, und zwar ist es von der Marke Fame. Ich glaube, ich habe das schon 5, 6, lass mich lügen, 7 Jahre oder so. Ich war auch ganz zufrieden, aber wo ich mir letztens die Streams angeschaut habe und andere Streams verglichen habe von Mikrofonqualität, weil ich habe mich ein bisschen auf die Suche halt begeben, habe ich festgestellt, dass meins schon ziemlich schlecht, will ich jetzt nicht sagen, aber jetzt nicht so professionell ist. Und ich habe halt hier einfach so einen Schieberegler, wo ich Mikrofon, man hört es auch, an- und ausmachen kann. Ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich wollte jetzt einfach mal upgraden und diesen ganzen Kabelsalat, ich kann euch das mal kurz zeigen. Hier hinten sehe ich gerade, ich habe ein XLR-Kabel auf Klinke schon genommen. Ich stelle euch jetzt irgendwo hier nochmal kurz hin und werde kurz einen Soundcheck machen, dass ihr nochmal die Qualität von dem Mikrofon hört. Ich werde euch jetzt, oder ich werde dieses Mikrofon von meiner Kamera kurz muten, damit ich euch die Qualität, also ich werde hier nochmal was aufnehmen, damit ich euch die Qualität zeigen kann, wie gut oder schlecht dieses Mikrofon ist. Also wie gesagt, ich habe es jetzt längere Zeit benutzt, war mir aber von der Qualität irgendwann ein bisschen zu, ja, nicht zu schlecht, aber ich war einfach nicht mehr zufrieden, deswegen habe ich mir neu gekauft. Und der größte Grund war eigentlich, weil ich eh schon so einen Kabelsalat hier habe. Und ich importiere jetzt mal kurz den Song und werde jetzt kurz dieses Mikrofon muten und hier aufnehmen. So, also Mikrofon check, 1, 2, 3. Ich habe natürlich hier am DJ-Controller noch Möglichkeiten, oder ich habe hier noch Regler, um mein Mikrofon einzustellen, und zwar die Tiefen und die Höhen. Und so ungefähr rede ich immer in den Streams in das Mikrofon rein. Und ich kann jetzt nochmal hier, also ich habe die Tiefen schon runter geregelt. Ich kann es noch weiter runter regeln. Aber die Qualität wird dadurch natürlich auch nicht besser. Aber ich habe halt hier am DJ-Controller, wie bei vielen anderen auch, die Möglichkeit, einfach noch was einzustellen. Und ich spiele jetzt mal Musik ab, weil eigentlich rede ich unterm Spielen. Also wenn ich gerade einen Track laufen habe, rede ich ja rein. Und ich teste das Ganze jetzt mal, besser gesagt, dann hört ihr das mal, wie das in den Stream sich anhört. So, Track heißt My Vibe. Abfahrt. I'ma get my drink on tonight. I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, honey, don't. So, also in jedem Stream oder wenn ich in dieses Mikrofon rede, regle ich sozusagen immer wieder das Volumen runter. Dann schieße ich wieder hoch. Besser gesagt, dann schieße ich halt immer die Lautstärke wieder hoch, wenn ich fertig bin. Und ich habe halt die Möglichkeit Talk Over. Das heißt, wenn ich nah genug am Mikrofon bin, regelt die Musik automatisch runter. Fand ich jetzt aber bei dem Mikrofon nicht so geil. Ich kann halt, wie gesagt, auch die Empfindlichkeit einstellen. Ich schließe jetzt mit euch zusammen das Mikrofon an, das neue, und ich bin echt gespannt, wie die Qualität ist. Das ist jetzt das neue Mikrofon von der Marke Tonor. Wie gesagt, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen größer. Ich
Ich kann es mal ein bisschen ins Licht heben. Warum bereite ich mich nicht einfach noch ein bisschen besser vor? So sieht das Ganze aus. Doch, man sieht es einigermaßen. Altes Mikrofon, neues Mikrofon ist ein bisschen länger. So, altes Kabel abgeschlossen oder ausgesteckt. Freunde, ich kann euch nur empfehlen, kauft euch so solche Aufkleber, weil falls ihr genau so einen Kabelsalat habt wie ich, hilft es euch enorm, was für ein Kabel zu was gehört. Ich habe es mittlerweile jetzt hinbekommen, ich musste nur mal kurz schauen in der Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, also wie gesagt, hier hat man, ich hoffe, ich kriege das echt alles auf die Kamera drauf, hier hat man einen On- und Off- Button, das heißt lange oder 2 Sekunden kurz draufbleiben, anschalten. 2 Sekunden draufbleiben, schaltet sich das dann wieder ab. Und man muss fürs Einrichten, also ich habe es jetzt hier eingesteckt, es hat funktioniert, ich habe gerade schon mal einen Test gemacht. Man muss das Ganze hier unten nochmal aufschrauben, da wo man auch am Anfang die Batterien rein muss oder reingetan hat. Digga, was ist mit meinem Deutsch los? Sprachen lernen, Bubble. Man hat hier so einen kleinen Knopf, damit kann man die Frequenzen ändern. Man sieht, ich bin jetzt auf 10, dann bin ich auf die 8. Und ich kann halt hier so durchseppen, oder auf der 6 war ich gerade. Man kann hier bis zur 11, also von 6 bis 11 durchseppen. Und eigentlich ist es relativ egal, welches oder welchen Kanal ihr nehmt, weil ihr seid jederzeit oder generell mit dem Empfänger verbunden. Und ich gehe jetzt mal kurz an den DJ-Controller und dann werden wir das Ganze nochmal testen mit dem neuen Mikrofon. Und ich habe jetzt hier auch schon den Popschutz drauf gemacht, also sieht auf jeden Fall viel lustiger aus. Und ich bin gespannt. Also Freunde, es tut mir wirklich leid für das chaotische Video. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das zusammenschneiden soll, weil ich habe jetzt hier eine Aufnahme laufen seit ungefähr 10 Stunden. Hier ungefähr 5-mal recorded, also aufgenommen. Ich krieg's aber irgendwie schon hin. Und das ist jetzt aktuell die Tonqualität von dem Mikrofon. Wie gesagt, ich kann hier einiges noch umstellen. Lautstärke, oder was heißt einiges, die Tiefen, die Höhen und generell die Lautstärke vom Mikrofon. Ich habe es jetzt gerade so eingestellt, dass ich mich unterm Reden auch selber höre. Das mache ich natürlich beim Live-Mixen oder wenn ich Übergänge mache oder generell beim DJ-Livestream natürlich nicht, weil ich brauche ja nicht das hören, was ich ins Mikrofon reinrede. Ihr bekommt jetzt gerade, wie gesagt, die Qualität von dem Mikrofon und es ist einfach kabellos und das ist ungefähr so geil. Das heißt, ich kann irgendwo mich hinstellen und kann einfach hier reinreden und es funktioniert. Der einzige größte Nachteil, was ich jetzt gerade festgestellt habe, ist, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber diese Klackgeräusche, wenn man ans Mikrofon langt, das heißt, diese Griffe, also wenn man das Mikrofon umgreifen will oder so, hört man es zumindest ich gerade über die Kopfhörer und ich bin halt echt jetzt mega, mega happy, weil ich habe jetzt nicht mehr den Kabelsalat, zumindest ein Kabel weniger als sonst und habe jetzt einfach ein Funkmikrofon, habe noch ein zweites da und ich mache jetzt nochmal kurz einen Übergang. Wir probieren die Talk-Over-Funktion nochmal. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr langes Video heute und gleicher Track spielen wir jetzt nochmal ab. Let's go. Genau, also normalerweise würde ich jetzt Volumen wieder runterdrehen. Und so mit dem Chat reden. Und es ist halt echt angenehm, kein Kabel hier zu haben. Jetzt probieren wir noch eine Funktion, die ich vielleicht jetzt in Zukunft verwenden werde. Und zwar die Talk-Over. Das heißt, nur wenn ich nah genug ans Mikrofon gehe, schaltet sich das ein und der Track wird automatisch leiser gemacht. Ich bin mal gespannt, wie das dann in der Aufnahme ist. Das werde ich ja dann im Schnitt sehen. Und ich würde sagen, let's go. Also, Freunde, Test. Track leise. Ich glaube, es funktioniert. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal irgendwie immer hier runterregeln, sondern es wird automatisch gemacht jetzt. Und ist natürlich für mich auch viel, viel einfacher. Und ich würde sagen, das war's auch mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es wieder chaotisch war, wie immer. Ihr kennt ja mittlerweile meine Videos. Alleine immer filmen ist ein bisschen schwierig, aber es ist schon mega, mega geil mit so einem Mikrofon, also mit so einem Funkmikrofon. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist oder so einfach funktioniert. Klar, ich musste kurz in der Anleitung nachschauen. Das Video wird auch jetzt schön zum Schneiden sein. Ich glaube, ich habe 40 Minuten Videomaterial und in diesem Sinne
gerne was in die Kommentare schreiben. Link zu diesem Mikrofon findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und ansonsten Twitch vorbeischauen, Instagram vorbeischauen, würde mich auf jeden Fall freuen. Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Ich bin raus. Bis dann. Peace, Leute.